Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Weiter geht's, wir sind hier vor der Höhle und seine Freunde oder Leichen sind da noch drin und wir sollen da jetzt erstmal diesen Bären erledigen. Haben wir ihn auch in der letzten Folge auch geheilt. Ich sehe zumindest einen Freund und einen Bär. Das Gold nehme ich, braucht er ja nicht mehr. Bärenfallen gibt es ja auch. Kein schlechtes Versteck. So. Lydia, du passt auf, das finde ich super. Richtig toll von dir. Was war das denn? War das ein Grafikfehler? Na komm her, du bist ja nichts Besonderes. Oh Gott, das Bild hat mich gerade erschrocken. Gibt es überall schöne kleine Verstecke? Oh, Gold, das ist immer gut. Okay, jetzt ist sie gesäubert. Mehr gibt es hier offenbar nicht mehr. Kein Kommentar. Mir fällt da absolut nichts mehr ein. Oh, du bist aber auch ein schöner Drache. Dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan, wenn man so will. Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist mir wichtig. Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Ihr seid jederzeit willkommen. Hey. Oh.
Das ist auch noch ein kleines Häuschen. Wer läuft denn da? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ah. Also gut. Ah, das ist also seine Hütte. In dem Punkt, ne? Da bin ich ja sowas von eiskalt. Einfach klauen. Und diese Fliege hier, ne? Ich krieg gleich echt noch einen Anfall. Und dann ist ja aber Polen offen. Ich hasse das. Ihr hättet ein. Diese Fliege, ne? Ach, wieder so eine Patrouille oder Gefangennahme. Oder Übergang. Diese Fliege hier, ne? Auf der Tastatur, auf dem Mikrofon. Ich krieg gleich echt noch einen Anfall hier. Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Naja, aber dieses Waldgebiet hier ist dermaßen schön. Richtig schön. Da steht ja noch einer. Hallo, werter Reisender. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Hallo, mein Freund. Welch glücklicher Zufall, dass ihr auf eurer Reise einem Barden begegnet. Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Was? Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Okay, danke. Was macht ihr hier draußen? Die besten Geschichten sind die, in denen es um Abenteuer geht. Wer könnte solch eine Geschichte schreiben, ohne zuvor eins erlebt zu haben? Stimmt. Bis zum nächsten Mal. Grafikfehler. Erstmal direkt bei Bethesda anrufen und Geld zurückverlangen. Ja, was heißt Bethesda? Eher Microsoft. Microsoft hat ja leider Bethesda aufgekauft. Muss ich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, das wäre ein schlechter Witz gewesen. Aber es ist wirklich wahr gewesen. Hübsch. Das muss ich sagen, fand ich damals echt irgendwie scheiße. Aber in dieser Branche mit Computerspielen, da geht, also Entwicklung, da geht es eigentlich nur ums Geld. Gesundheit. Hauen wir da mal einen Punkt rein.
natürlich klar. Fast nix. Hey. Was? Lydia, abnehmen, aber ganz schnell. Ich komme hier nicht vor. Alter. Oh. Ich wollte schon was sagen. Ah, eine Hexe. Gott im Himmel ist die. Alter, ist die hässlich. Fast so hässlich wie eine Arbeitskollegin von mir. Und das heißt schon was. Und aushalten tut sie auch eine Menge. Alter. Okay, das war cool. Es liegt aber eine Menge der Schädel. Ne, ich hole sie alle. Ich hole sie alle. Sogar die Füße sehen aus wie Hühner. Alter Ball. Ist das eklig. Oh, ein bisschen Gold. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar Magie, Kräfte, Favoriten. So, das wähle ich jetzt aus. Beste im Blut. Greif mich bitte nicht an, Lydia, ja? Ich bin Freund, nicht Feind. Sieht schon irgendwie schon ziemlich cool aus. Ich will mich wieder zurückverwandeln. Hüpfen. Alter. Lydia, warum leuchtest du so rot? Ach cool, es gibt so die Fliege hier, ne? Ich krieg gleich echt einen Anfall. Ich nehme gleich ein Feuerzeug und verbrenne die. Irgendwie mit einer, keine Ahnung. Ich habe gar nicht gewusst, dass es bei Werwolfen auch ein, wie heißt es denn, eine Verbesserungskarte gibt. Wusste ich gar nicht. Ist mir jetzt wirklich neu. Und ich kenne Skyrim eigentlich schon, sag ich mal, recht gut, wenn ich das mal so sagen darf. Ob das bei den Vampiren auch so ist? Mit Sicherheit. Du verursachst als Werwolf 25% mehr Schaden. Nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Hm. Oh. Nicht schlecht. Und wie verwandle ich mich jetzt wieder zurück? Nein, das war's nicht. Ich muss
muss mich irgendwie zurückverwandeln. Nein, das ist das Menü. Ja, toll. Entschuldigung. Meister. Ich will mich jetzt zurückverwandeln. Wie, ey, Scheiße, wie geht das denn jetzt? Wie man sieht, habe ich alles unter Kontrolle. Ne, im Ernst, wie macht man das? Das ist mir jetzt gerade ein bisschen. Was war das? Ah, cool. Ist noch alles da, wo es dran gehört? Meine Sachen habe ich noch. Gut. Keine Geheimversteckte. Niedlich. Eisen, wunderbar. Übrigens auch mal wieder ein paar Seelen. Die Echse gerade gesprochen. Ui, die sind hübsch. In einem wunderschönen Schwarz. Ist so eine schwere. Ich glaube, die nehme ich. Eine Fackel. Ja, schon besser.
Gut, dann müssen wir noch eine Hexe erledigen und dann wäre ich eigentlich fertig. Zumindest in dieser Höhle. Ausdauer müssen wir auch irgendwann mal richtig hoch machen. Aber nach und nach wird das schon alles. Allerdings ist das noch eine Mine. Die könnten wir auch noch mitnehmen. Da gibt es bestimmt jede Menge Eisen. Und das Eisen können wir mit unseren tollen Magiezauberformel umwandeln in Gold. Und so können wir ordentlich leveln im Bereich Schmieden und auch ordentlich Geld verdienen. Ja, Banditen. War natürlich klar. Glückstreffer. Ich wollte ein bisschen Magie. Kein Seelenstand ist groß genug, okay. Eine Tour verschlossen, da muss ja was Gutes drin sein. Das ist ein schöner Ausblick zu den nächsten Festungen. Beim ersten Versuch. Geil. Orkschwert. Der sieht auch nicht schlecht aus, der Helm. Achso. Ich glaube, eine neue Rüstung könntest du auch mal gebrauchen. Neuer Stil, aber die sieht schon mega geil aus, die Rüstung. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge in die Höhle rein. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Falls ihr Fragen habt, bessere Tipps oder sonst was, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's. Euer Praktikant und ciao.